Leute, ihr wisst noch immer keinen Hintergrund. Ich habe jetzt den weißen jetzt einfach gelassen, weil mein Hintergrund, sorry. Ich war heute zwar in der Stadt, aber mein Geld ist leider ausgegangen. Bald kriege ich mein Plakat zurück und dann wird es drauf gemacht. Okay, Leute? Ich hoffe, es tut mir wirklich so sehr leid. Und heute nehme ich einfach diesen Hintergrund. Leute, ich habe jetzt einfach meine Decke genommen. Bald kriege ich hier nächste Woche am Freitag mein Plakat zurück. Und dann nehme ich einfach meinen blauen Hintergrund. Dann wird es richtig schön. Richtig kein Knitter, nichts. Es ist richtig schön. Aber heute erstmal zu diesem Video. Und zwar heute stelle ich euch ungefähr das vor. Wie? Durch den pinken Hintergrund könnt ihr es so schlecht erkennen. Ich weiß, aber den Stern findet ihr bestimmt, oder? Ja. Also, das ist ein Geldbeutel. Vielleicht könnt ihr es erkennen, wo er ist in pink, also in rosa. Oh, jetzt habe ich das umgeschmissen. Und das Ganze ist natürlich für Mädchen. Von der Marke Topmodel, das ist eine Eigenfirma. Und ich nehme es mal hin vor. Es glitzert auch so schön. Und hinter mir fällt gleich der Hintergrund ab, aber egal. Also, das ist ein Geldbeutel für Mädchen. Hat etwa 15 Euro gekostet. Lag bei 14,95. Heute sage ich euch mal den Preis. Aber wir schauen uns erstmal den Geldbeutel genauer an. Und ich mache das Licht mal an. So, Leute, jetzt erkennt ihr den Geldbeutel perfekt. Und ihr seht auch schon, er hat hier Stern. Also, er hat hier Stern mit so kleinen Glitzerpailletten. 9 Stück, so große. Und der Rest habe ich einfach nicht gezählt. Es ist ein wunderschöner Stern, glitzert auch. Wenn ihr so macht, dann funkelt es da so. Und wir schauen einfach erstmal das Outfit an. Also, hier steht I love you more, Topmodel. Das kann man auch so funkeln. Jetzt ist aus Pappe. Und ja, man kann das hier hinten so aufklappen. Hier ist nochmal so ein Stern. Aufmachen. Und hier kommt gleich mal Candy. Das bin ich, ja. Oh je, das bin ich. Und hier ist einfach Candy. Hier kann man ein Passbild reinmachen. Hier sind mehrere Fächer für Karten, Schulausweis oder was man reinmachen will. Hier kann man Scheine entweder reinmachen. Kann man natürlich. Ich glaube, ich habe da sowas drin. Ich glaube, ich habe irgendwo noch was drin, ne? Und man kann natürlich auch hier was aufmachen, indem man das hier so aufmacht. Oh, jetzt muss ich mir einen Schein suchen. Also es ist sehr... hier kann man auch erstens noch aufklappen. Und hier kommt ein 5-Euro-Schein raus. Das nur noch so wenig Geld hatte ich übrig und die wollte ich einfach nicht ausgeben. Manchmal gibt es hier so Notfälle. Ich habe mir so viel eingekauft. Extra nur für ein paar Videos. Für 4 Videos. Und das war eigentlich schon das Video. Also der ist von der Qualität her sehr modern. Sehr süß, sehr leicht. Pink. Mädchenfarben halt so gerade in der Pubertät. Und gerade im Teenageralter. Im Teenager-Abteil, da ist es einfach super, das zu machen. Dankeschön, bis zum nächsten Video.